So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Infovideo, zu einem Thema, von dem ich aktuell gar nicht weiß, was ich davon halten soll. Kaijin hat wieder mit einem kleinen Patch eine Veränderung im Spiel vorgenommen, wo ich mich frage, was soll das denn? Ich habe dafür jetzt extra mal eine eigene Schlacht gestartet, um euch erstmal zu zeigen, worauf ich hinaus will. Dass es seit längerem hier die Möglichkeit gibt für Leute, anhand der Grafikeinstellungen, ja, irgendwelchen Käse zu machen, um gewisse Vorteile zu haben, sollte dem einen oder anderen klar sein. Es gibt ja immer noch das Schlagwort Ulk. Und da schimpfen wir dann auch immer, das war bestimmt wieder so ein Ulki, aber man muss nicht immer Ulki sein, um sich Einstellungen so zurechtzulegen, dass man dadurch im Spiel Vorteil hat. Wenn wir uns jetzt hier auf der Karte verlassene Fabrik einmal umschauen, dann seht ihr das. Hier stehen ja überall diese Betonwände, so wie wir das hier vorne auch sehen. Und dort hinten im Bereich C und in dem Bereich hinter dem von mir gerade abgeschossenen Fahrzeug, da wo jetzt mein Kanonenrohr hin und her schwenkt, sollte eigentlich auch eine Betonwand sein. Wenn man allerdings die Renderentfernung für Details runtergedreht hat, dann ist diese Betonwand weg. Würde jetzt da hinten ein Panzerfahrzeug neben den Betonrohren stehen, könnte ich das sehen, obwohl es hinter dieser Betonwand steht. Denn die Betonwand wird im Moment nicht dargestellt. Das Feindfahrzeug würde trotz alledem dargestellt werden. Jetzt fahren wir einmal drauf zu, damit auch jeder kapiert, was ist. Achtet bitte einmal da hinten auf diesen Bereich. Und dann seht ihr, dass gleich durch wundersame Weise auf einmal die Betonwand da ist. So, jetzt müsste sie jeden Moment kommen. Und da ploppt sie auch schon auf der Seite auf. Und da ist die Betonwand. Und siehe da, auf einmal keine Sicht mehr auf diese Betonrohre, die da liegen. Das alleine ist ja schon eine Frechheit. Wir gehen jetzt allerdings mal eben zurück in den Hangar. Kaijin lässt sich ja gerne mal Dinge einfallen und meint es gut. Diese Tatsache, dass bestimmte Sachen in der Grafik nicht dargestellt werden, hat ja eigentlich einen ernsten Hintergrund, nämlich den, dass bestimmte Spieler, die eben noch keine guten Computersysteme haben oder ausreichenden Computersysteme haben, trotzdem die Möglichkeit haben, in diesem Free-to-Play-Titel mit uns allen zu spielen. Das heißt, der Ansatz und der Grundgedanke ist eigentlich positiv und hoch anzurechnen. Dass dieser Effekt natürlich böse ausgenutzt wird von dem einen oder anderen Spieler, dem schlichtweg die Grafik schiedigol ist und der nur auf hohe Abschusszahlen aus ist, ist auch vielen klar. Da fragt man sich natürlich, wenn Kaijin in den letzten Jahren genau das gelernt hat, man kann es nicht allen recht machen und das, was man zum Guten in das Spiel bringt, wird trotzdem gerne von anderen Leuten negativ ausgenutzt, wie es dann sein kann, dass Kaijin sich neue Features ausdenkt, die genau diesen Effekt auch haben. Ich zeige euch jetzt einmal, welchen Effekt ich meine und ihr könnt euch dann selbst ein Bild dazu machen, ob das jetzt so eine Innovation ist, auf die das Spiel gewartet hat oder nicht. Wenn ihr alle hier oben auf die Zahnräder geht und dann auf Einstellung, dann findet ihr hier oben den Oberreiter Ton. Und da gibt es jetzt einen ganz neuen Menüpunkt. Hier, den hier, My Engine Volume, mein Motorensound. Den kann ich komplett runterdrehen. So, hier, 0. Und dann würde ich wieder ins Gefecht wehen und könnte meinen Motor nicht hören. Jetzt mag der eine oder andere von euch da draußen sagen, ja, was ist denn daran jetzt so schlimm, wenn ich meinen eigenen Motor nicht höre? Unerfahrene Spieler achten nicht darauf. Erfahrene Spieler achten sehr wohl darauf und Simulatorspieler achten sogar ganz besonders genau darauf, auf den Motorensound der anderen Fahrzeuge. Und wenn ihr jetzt immer noch nicht wisst, worauf ich hinaus will, natürlich kann ich meinen Motorsound hier runterdrehen und die anderen hören den immer noch. Der ist nur für mich leise gestellt. Sämtliche Feindfahrzeuge im Spiel können meinen Motorensound trotzdem hören. Also nicht falsch verstehen, nicht irgendwelche Knoten jetzt in den Kopf kriegen. Es geht um was anderes. Wenn ich irgendwo in Lauerstellung stehe, dann kann es sein, dass mein eigener Motorensound mich ein bisschen stört. Ich höre nicht, ob da links was im Gelände sich bewegt oder ob sich rechts was im Gelände bewegt. Wenn ich allerdings meinen Motor ausmache, oder wenn ich durch die Gegend fahre und meinen Motor nicht höre, höre ich aber trotzdem, ob in der Straße links von mir oder in der Straße rechts von mir ein weiteres Fahrzeug unterwegs ist. Und gerade in bebautem Gelände, Karte Köln, Karte Berlin, wo auch immer, vor allem im Simulatormodus, wenn zwei Fahrzeuge aneinander vorbeifahren, weil sie keine Sichtlinie haben, hat man ganz oft mitbekommen, dass da einer vorbeifährt, weil man den Motorensound hört. Ein bisschen schwieriger zu hören war das, wenn der eigene Motor richtig laut gewesen ist, weil man gerade Vollgas gefahren ist oder weil man irgendeinen lauten Panzer unterm Arsch gehabt hat. Jetzt
kann man diesen Motorensound komplett auf Null runterdrehen. Man schleicht quasi geräuschlos durch die Gegend, natürlich nur für das eigene Ohr, nicht für das Ohr der anderen Spieler, und kann dann hören, ob sich links oder rechts was im Gelände bewegt. Also ein weiteres Tool, um dem einen oder anderen Spieler hier im Spiel weitere Möglichkeiten zu geben, möglichst unrealistisch Vorteile zu erlangen, die so weit weg von der Realität sind wie, keine Ahnung, Butter von der Margarine. Ich kann es euch nicht sagen. Ich finde es auf jeden Fall ziemlich traurig, dass wieder so ein Feature ins Spiel gekommen ist, man die Leute da nicht mal drüber informiert hat. Und jetzt gibt es dazu natürlich eine Diskussion, auch im offiziellen Warsunder Forum im deutschsprachigen Bereich. Und gerade die Simulatorspieler regen sich ganz gewaltig über dieses neue Feature auf. Und ich meine sogar zu Recht. Denn eines dürfen wir nicht vergessen, Gaijin wirbt seit über 5 Jahren mit folgendem Satz. Ein Spiel mit realistischen Ansatz. Man versucht uns immer wieder vorzugaukeln, dass alles Mögliche im Spiel möglichst nah an der Realität ist. Und wie real ist es denn, wenn ich während der Fahrt meinen Motorensound, meinen dicken, fetten Maybach-Motor mal eben auf lautlos schalten kann, damit ich besser höre, ob der Russe links oder rechts vorbeifährt? Absolut unrealistisch. Es gibt dazu eine Diskussion im offiziellen Forum, und was mich am meisten gewundert hat, war, dass sogar jemand ganz offiziell dazu was geschrieben hat. Das ist ein Ansatz von Gaijin, um auch Menschen mit Hörbehinderung irgendwo eine Möglichkeit zu geben, das Spiel in seiner ganzen Vielfalt zu genießen. Da frage ich mich jetzt gerade wirklich, will man den Leuten hier irgendwie einen Apfel für eine Birne verkaufen? Sei aber noch mal ganz ehrlich, wenn jemand schlecht hört, dann ist es das Letzte, was er macht, seinen eigenen Motorsound leise drehen. Der würde ihn dann eher voll aufdrehen, damit er auch was zu hören zu bekommt. Es gibt keine Behinderung, die es rechtfertigt, mit der ich meinen eigenen Motorsound runterdrehen kann, während alles andere in normaler Lautstärke weiterläuft. Deswegen bin ich felsenfest davon überzeugt, selbst wenn es in irgendeiner Art und Weise einen Ansatz dazu gegeben hat, so eine Funktion ins Spiel einzubauen, die ehrenwert gewesen ist und einen tollen Hintergrund gehabt hat. Das hier ist ein weiterer Gamebreaker, der von vielen Leuten sicherlich wieder ausgenutzt wird, um sich zumindest im realistischen Modus und dem Simulator-Modus den einen oder anderen Vorteil zu erhaschen, den man ansonsten nicht hätte. Ich bin jetzt gespannt auf eure Meinung und würde mich freuen, wenn ihr dazu was unten in die Kommentare schreibt. Und wenn ihr genau der gleichen Meinung seid und meint, genau so ein Feature brauchen wir nicht im Spiel, dann bitte ich euch, auf den Link unten in der Videobeschreibung zu klicken. Dann landet ihr direkt im offiziellen Forum und dann könnt ihr genau in dem Thread, den ich dort verlinkt habe, eure Meinung zu dem Thema schreiben. Schreibt, dass euch das nicht gefällt, dass ihr das nicht in Ordnung findet. Tut mir nur einen Gefallen, macht das sachlich. Bleibt freundlich, trollt nicht rum, beschimpft nicht andere Leute und werdet auch nicht frech. Denn das sind genau die Meinungen, die wir alle nicht brauchen. Macht es sachlich, und wenn genug Leute sich da melden und sagen, wir finden das nicht gut, dann wird das auch als Feedback an Gaijin weitergegeben. Und wer weiß, vielleicht verschwindet dieses neue Feature dann genauso schnell klamm und heimlich aus dem Spiel wieder heraus, wie es letztendlich sich hineingeschlichen hat. Ich meine, genau das ist eine Funktion, die wir im Spiel definitiv nicht benötigen. Schon mal gar nicht, wenn wir hier von Realismus reden. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr seid in einem der nächsten Videos wieder mit dabei. Tschüss, alles Gute, euer Impis.